In Zeiten historisch niedriger Zinsen ist es wichtiger denn je, sich dem Thema Geldanlage zu widmen, eine richtige Strategie ins Leben zu rufen und diese dann auch entsprechend umzusetzen. Wie allerdings finden Anleger die richtige Strategie? Das bespreche ich mit Jessica Schwarzer, die Chefkorrespondentin Börse beim Handelsblatt. Schön, dass Sie heute mal wieder bei uns sind. Ja, Anleger tun sich unheimlich schwer, das Thema Geldanlage anzufassen, eine richtige Strategie ins Leben zu rufen. Warum ist das so? Also ich glaube, wir Deutschen haben vor allen Dingen das Problem, dass wir so sicherheitsorientiert sind und Börse, Aktien, die schwanken und da haben viele Menschen Angst vor und dann lassen sie das Geld leider lieber auf dem Sparbuch liegen und da bringt es nun gar nichts mehr. Anleihen sind mittlerweile auch ein bisschen schwierig. Es führt eigentlich keinen Weg an Aktien vorbei, aber da ist halt die Angst da, man könnte Geld verlieren. Aber so groß ist die Gefahr eigentlich gar nicht, wenn man einen sehr langen Anlagehorizont hat. Aber das müssen wir den Menschen leider noch vermitteln. Ja, jeder Anleger tickt jetzt aber anders. Sie haben es gerade schon gesagt, der eine geht mehr ins Risiko, der andere ist ein bisschen risikoscheuer. Wie findet man jetzt die Strategie, die für jeden Anleger passend ist? Also man muss sich natürlich erstmal überlegen, was hat man für Anlageziele? Will man für die Altersvorsorge sparen und vor allem, wie lange hat man dann noch Zeit? Sind es 10 Jahre oder sind es 40? Man muss sich überlegen, wie risikoaffin man ist. Erträgt man diese Schwankungen an der Börse oder kann man nicht mehr schlafen? Es hat keinen Sinn, sich eine Anlagestrategie auszusuchen, mit der man dann überhaupt nicht mehr schlafen kann und jeden Tag völlig panisch auf sein Depot guckt. Das macht keinen Sinn. Also es muss zu einem selber passen und dann muss man halt gucken, dass man die auch vielleicht aufschreibt, dass man der auch treu bleibt der Strategie und sie dann möglichst kostengünstig umsetzen. Ja, Aktien haben Sie schon angesprochen, haben gesagt, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Man sagt ja auch, die Dividende ist quasi der neue Zins, aber viele Anleger tun sich trotzdem schwer, haben vielleicht mit der Deutschen Telekom oder mit dem neuen Markt schlechte Erfahrungen gemacht und das scheint noch so ein bisschen nachzuwirken, oder? Ja, leider. Also die Telekom, die mal als Volksaktie gefeiert worden ist, die hat uns leider kein Gutes getan. Es ist aber trotzdem so, dass man an Dividenden nicht vorbeikommt in der jetzigen Zeit. Der DAX hat im Augenblick eine Dividendenrendite von im Schnitt 2,7%. Da müssen Sie erstmal eine Anleihe von einem vernünftigen Unternehmen finden, das Ihnen solche Zinsen noch bietet. Und Sparbuch und Tagesgeld, da brauchen wir uns ja gar nicht mehr drüber zu unterhalten. Man muss da so ein bisschen die Scheu verlieren vor der Aktie. Und dann, glaube ich, wenn man so ein bisschen beimischt, es soll ja keiner 100% in Aktien gehen, aber selbst sichere Anleger oder sicherheitsorientierte Anleger sollten, finde ich, mindestens 30% ihres Vermögens in Aktien stecken. Wie sieht es aus mit den Anleihen? Die Zinsen sind historisch niedrig. Viele sagen, warum dann noch eine Anleihe kaufen? Würden Sie sagen, das ist die richtige Einstellung oder Anleihen gehören quasi auch jetzt noch in jedes Depot? Also ich würde schon sagen, Anleihen gehören in jedes Portfolio, aber deutlich geringer als früher. Also hat man früher vielleicht gesagt, 80% Anleihen, 20% Aktien, würde ich es heute, ich persönlich, eher umdrehen. Und wie ich gerade schon sagte, 30% Aktien sollte auch der Sicherheitsorientierte haben. Und dann hat er vielleicht noch 70% Anleihen. Da muss er aber dann wissen, dass die ihm eben nicht mehr besonders viel bringen. Aber schwankt eben weniger das Depot. Aber Sie sind ein absoluter Verfechter von ETFs, also börsengehandelten Fonds. Was spricht für diese Wertpapiere? Also ETFs bilden ja einen Index nach, also zum Beispiel den DAX, aber eben auch einen Rentenindex, also einen Anleiheindex und sind sehr kostengünstig. Das heißt, das ist Rendite, die ich am Ende habe, weil ich sie nicht für die Kosten an die Bank überweisen muss. Da bin ich ein absoluter Fan von, vor allem auch, weil viele aktive Fonds ja gar nicht ihr Leistungsversprechen bringen. Viele Fondsmanager schaffen es ja gar nicht, ihren Vergleichsindex zu schlagen und da kann ich dann gleich kostengünstiger auf den Index setzen. Finde ich, ist eine super Lösung, muss man aber nicht nur machen, man kann es auch mischen und sagen, die eine Anlageklasse macht man vielleicht lieber mit einem Fondsmanager, dem man vertraut und bei einer anderen Anlageklasse setzt man auf den Index. Das Angebot an Fonds ist riesengroß, wenn man sich beispielsweise auch bei der Börse Stuttgart das Angebot angeschaut hat. Da wird mancher Anleger sagen, wie finde ich denn jetzt für mich den richtigen Fonds in diesem quasi schon Dschungel? Also bei Fonds finde ich das extrem schwierig, da den richtigen zu finden. Da hilft einfach nur Recherche, viel lesen, sich vielleicht mal ein paar Fondsmanager-Interviews angucken. Ich finde das auch für mich persönlich schwer, den perfekten Fonds zu finden. Auch ein Grund, warum ich auf ETFs setze, weil da ist die Auswahl dann doch deutlich einfacher. Ja, liebe Zuschauer, viele Tipps, die man auch nachlesen kann im neuen Buch von Jessica Schwarzer mit dem schönen Titel Einfach erfolgreich anlegen. Also viele Tipps wie Anleger, die für Sie richtige Strategie finden. Da wird sich jeder Anleger irgendwie wiederfinden. Die ganzen Anlageklassen sind nochmal so ein bisschen erklärt, damit es dann mit der Geldanlage auch klappt. Und ich sage vielen Dank für den Besuch und ja, wir freuen uns auf ein neues Baby. Dankeschön.